Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zu einer One App a Day Folge mit einer Android App, die es allerdings auch für iOS gibt. Die Rede ist von nah.shuttle. Die technischen Daten, wo haben wir sie? Wo haben wir sie denn? Hier, 26 MB groß, aktuelle Versionsnummer 3.13.1, erforderliche Android-Versionsnummer 6.0 oder höher und bei 56 Gesamtbewertung eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,655 Sternen. Das ist die mit unserem, nah.shuttle, die App ist die App für den On-Demand-Shuttle-Service auf dem Land im Prinzip. Per App kann man die Fahrt bequem und individuell buchen, ganz ohne Fahrplan. Gestalte mit nah.shuttle deine individuelle Reisekette und komm bequem, schnell und sicher an dein Ziel. Im Kreis Schleswig-Flensburg, Gemeinde Süderbrau, wo ich wohne, ist seit einiger Zeit sind die Schilder da, ist an den Bushaltestellen nicht nur mit dem Bus, sondern eben auch dieses nah.shuttle. Und deswegen wurde natürlich gleich mal die App runtergeladen. Ja, ihr müsst euch da anmelden. Könnt da drin Fahrkarten erwerben, integriert in das SH, also Schleswig-Holstein Tarifsystem, Tageswochen, Monatskarten und andere gültige Fahrkarten. Man kann sie dann vorher, ich glaube allerdings nicht in der App kaufen, sondern auf der Website nur die Karte. Diese App ist nicht schön, das muss ich schon mal sagen. Wie funktioniert es? Ganz einfach, man gibt die Start- und Zieladresse ein. Die App zeigt einem dann an, welches Fahrzeug dich einen wann und wo abholen kann. Ja, während der Fahrt steigt gegebenenfalls weitere Mitfahrer ein, die ein ähnliches Ziel haben. Durch diese Fahrgemeinschaft können wir mehrere Fahrtanfragen bündeln, unsere Fahrzeuge und somit die Straßen und deshalb auch die Umwelt entlasten. Ich finde das eigentlich grundsätzlich eine gute Sache. Nun meide ich tatsächlich sowieso sehr gerne eigentlich den ÖPNV sowieso und jetzt in der Corona-Zeit natürlich erst recht. Also würde ich das wahrscheinlich jetzt momentan auf gar keinen Fall nutzen. Aber hoffen wir mal, dass der Mist mit Corona irgendwann vorbei ist und dann kann man vielleicht auch mal das smarte Dorf-Shuttle nutzen. Dafür ist dann die nah.shuttle-App da. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.